110 burgenländische Gemeinden besitzen Anteile an der Begas. Die Begas hat in den letzten 10 Jahren eine tolle Entwicklung genommen, hervorragende Gewinne erzielt, hat die Eigenkapitalbasis gigantisch ausgebaut und steht als wirklich hervorragendes Unternehmen da. Die BEWAG im Gegensatz dazu hat in den letzten 3 Jahren Verluste geschrieben, hat im laufenden Geschäftsjahr nur deswegen einigermaßen positiv bilanzieren und abschließen können, weil man Verkäufe von Beteiligungen durchgeführt hat. Nach dem Willen der burgenländischen Landesregierung soll jetzt die BEWAG durch die Fusion mit der BEGAS saniert werden. Die BEGAS hat immerhin über 40 Millionen Euro an Rücklagen, diese sollen offenbar dazu dienen. Wir sind der Meinung, dass der Verkauf der BEGAS-Anteile der burgenländischen Gemeinden an die Landesholding für die Gemeinden nicht günstig ist. Wir sind der Ansicht, dass man hier wesentlich höhere Verkaufspreise erzielen kann, und es ist schon bedenklich, wenn in 110 burgenländischen Gemeinden ein Beschluss herbeigeführt wird über den Verkauf, ohne dass die Gemeinderäte jemals die Bewertungsgutachten betreffend der BEGAS-Anteile, betreffend des Wertes der BEGAS-Anteile zu Gesicht bekommen haben. Das ist eine Vorgangsweise, die indiskutabel ist, und wenn der Herr Landesrat Bieler und die Vertreter der BEWAG in einem Schreiben meinen, dass man transparent vorgegangen wäre, dass die Vertragsdetails offengelegt worden wären, dann stimmt das einfach nicht. Von Transparenz weit und breit keine Spur. Daher sagen wir, bitteschön, sofort die Bewertungsgutachten an sämtliche burgenländischen Gemeinden. Wir sagen aber auch, dass die Möglichkeit bestehen soll für andere Firmen, die Interesse haben, in diese Bewertungsgutachten Einsicht zu nehmen. Weil es ist ja idiotisch, wenn man mit 100 Millionen Euro zufrieden ist, wenn es möglich wäre, 130, 150 Millionen oder noch mehr zu erzielen. Daher sagen wir, bitteschön, es muss ein offenes Bietverfahren kommen, wo auch andere Anbieter anbieten können. In diesen Schreiben von Landesrat Bieler und den BEWAG-Direktoren, die natürlich Interesse haben an diesem Geschäft, wird auch ausgeführt, dass man gerade noch die Möglichkeit des steuerfreien Verkaufes hat und danach nicht mehr. Das ist schlicht und einfach unwahr. Gemeinden sind steuerbefreit. Das heißt, wenn die Gemeinden auch in Zukunft ihre Anteile an der BEGAS verkaufen, dann ist das natürlich steuerfrei. Das ist jetzt steuerfrei, das ist am 15. Februar steuerfrei und das ist auch noch im nächsten Jahr steuerfrei. Daher bitteschön nicht so tun, als wenn das nur jetzt möglich wäre. Was niemand bedacht hat, in diesen 110 burgenländischen Gemeinden liegen die Leitungsnetze der BEGAS auf Gemeindegrund. Ich glaube, dass man nicht so ohne weiteres jetzt den Verkauf vornehmen kann, weil solange die Gemeinden Haupteigentümer an der BEGAS waren, haben sie einen Einfluss darauf gehabt, dass diese sensible Leitungsnetze auch tatsächlich gewartet werden, ordnungsgemäß instand gehalten werden. Diese Sicherheit ist in Zukunft nicht mehr gegeben. Wir sind auch der Meinung, dass die Verträge EU-widrig sind. Aus diesem Grund hat es ein Schreiben an die Europäische Kommission gegeben. Wir sind der Meinung, dass es einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf. Diese Anteile an der BEGAS stellen schließlich und endlich den höchsten Wert dar, den diese 110 burgenländischen Gemeinden haben. Da kann man doch nicht sagen, das wird einfach verkauft, ohne dass die Gemeindeaufsichtsbehörde hier auch entsprechende Informationen bekommt. Sollte diese Vorgehensweise, die von uns gewünscht wird, nicht vorgenommen werden, wird es unsererseits massiven Widerstand gegen diesen Verkauf geben. Und das ist auch der Grund, warum wir in Großhöflein die Volksabstimmung herbeiführen wollen, weil in so einer wichtigen Frage eben die Bevölkerung mitreden soll. Thank you.